Hallo Leute und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robby und wir spielen wieder Sea of Stars Part 3. Mega Bock drauf und ich würde sagen, wir ballern gleich los. Spiel laden, was haben wir Schönes? Da. Geht nicht weiter, oder? Ne. So. Yep. Das laden wir. Wir waren bei den Prüfungen. Da geht's zurück. Oder? Also, nee, warte, hier ging's. Augen schließen und die Prüfung der Ältesten des Nebels beginnen. Jo. Hier gibt's nix. Könnte ja vielleicht was zum Blinken sein. Aber sieht nicht so aus. Geht zum gleichen Weg. Oh, ein Gegner? Okay. Alleine. Könnte machbar sein. Oder doch nicht. Valere. Dieser Angriff war wirkungslos. Ein Zauber wäre hilfreich. Aber das ist hier eher nicht erlaubt. Ich schätze, wir müssen wohl Magie nutzen, ohne sie einzusetzen. Aber wie? Sei. Schaut, du Kumpel. Hey, vorhin sind beim Angriff kleine Sphären aufgetaucht. Vielleicht ist das Lebensmana. Könnte sein, ich fühle mich zu ihnen hingezogen. Ja, ich spüre das auch. Lass mich was probieren. R3 verstärken. R2. Wow. Es funktioniert. Wie fühlt es sich an? Wie Macht. Meine Angriffe sollten jetzt magischen Schaden verursachen. Oder Magieschaden. Angriff. Easy. Heißt, ich muss jedes Mal angreifen. Und dann kann ich einen Magieangriff aufladen. Easy. Easy. Müssen wir locker hinbekommen. Das war toll, jetzt bin ich dran. Verstärken freigeschaltet. Normale Angriffe generieren jetzt Lebensmana. Halte R2 gedrückt und drücke X, um eine Ladung freizusetzen und einen Angriff zu verstärken. Bis zu 3 Verstärkungsladungen sind stapelbar. Mit jeder Verstärkung wird die nächste Aktion eines Charakters mit einem weiteren Anteil an Magieangriff ausgestattet und verbessert. Der innere Magieschaden, falls vorhanden, wird bei normalen Angriffen zusätzlich zur Schadensart der Waffe ergänzt. Egal, ob ihr ein kompliziertes Schlossmuster lösen müsst, euren nächsten Heilungszauber wirklich dringend braucht oder einfach nur mehr Schaden verursachen wollt, verstärkt. Kriegen wir hin. Kriegen wir nichts. Irgendwie. Nope, nope. Kein geheim unsichtbarer Gang. Einfach nur 2 gleiche Wege. Das ist auch nichts. Okay. Das ist auch nichts. Darüber kann ich nicht. Da, oh, Speicher. Am Lagerfeuer ist es gemütlich und warm. Habe ich überhaupt noch Essen? Nee, oder? Ah, doch. Ich kann was kochen. Das nicht. Das schon. Tomaten-Sandwich. Schauen wir mal. Plus 50 LP, 50 MP wäre auch nicht schlecht. Ja. Ein bisschen MP ist echt gut. Mach mal 2 davon. Schnipp die Schnipp. Ja, und Restleben. Fischsuppe. Sieht eher aus wie eine Garnelensuppe, aber egal. 50, 61er können wir machen. Den Braten-Sandwich. Aber sehr gut aus. Die Gerichte will ich alle essen. Der gibt 50 Leben, 35, 20, 5 MP. Einfach nett. Aber die 50. Leben 2, okay. Kräuterfilet. Ich kann 9 MP machen, aber. Bleib aber essen.
Ich glaube, am Anfang ist das Leben wichtiger. So, jetzt habe ich 10 von 10. Bin ich gut ausgestattet? Ich glaube, ich war volles Leben, aber schadet nicht. Ne, da kann ich auch nicht rüber. Von der Seite? Auch nicht. Spice in your mouth. Weil sieht aus, ich beginne hier gleich die Prüfung, ne? Achso, das war der Anfang erst schon die Prüfungen. Hier sind die drei Prüfungen. Verstanden. Fangen wir mal mit links an. To the left. Oh, da ist schon so eine Laterne, was da sein soll. Aber irgendwie gibt es hier keine Items. Okay. Oh, Pirat gemeckert, ne? Einfach Rüstung gefunden. Sehr schön. Ausrüsten. Hat sie schon. Plus 8. Alter, das ist ja viel besser. Plus 4. Sehr schön. Hat das schon. Hat er schon alles. Ich mache hier kurz Putt. Also erster Angriff muss normal. Ah ne, die sind schon da. Okay. Und sonst angriffen. Alter, 20. Und ich schiele übelst. Kann ich irgendwie wechseln? Ne, ich muss beide nehmen. Okay. Nehme ich. Heilendes Licht. So kann ich mich einsetzen. An normale Angriffe. Schade. Easy. Ändert sich genau. Die werden nerven, so geht's schon. Die werden richtig nerven. Komm ich nirgends hin? Komm ich doch den. Easy. Zack. Ah, schon wieder. Ihr werdet mich richtig nerven, oder? Dann hier schon mal einen weg, oder? Also, dass ich beide nicht schlagen kann, ist ein bisschen nervig. Immer nur einen. Und jetzt doch noch so viel abhängen. Na, ja, zu langsam. Dann geht hier noch so wenig Erfahrung. Ein Haufen nichts. Ja, und jetzt? Trotzdem nicht hoch, oder wie? Achso, macht Sinn. Ich muss den Schalter nochmal umlegen, dass die Plattform wieder hochgeht jetzt. Ah, okay. Macht Sinn, macht Sinn. Easy. Einfach nur ein bisschen mitdenken. Köpfle. Komm her, ich mach einen Putt hier, ey.
Also stimmt, ich darf gar keine Magie einsetzen. Deswegen sind die. Sonst hätte ich die viel easy. Viel easier besiegt zu sein. Ist ja immer noch eine Prüfung. Sonst wäre es ja zu leicht. Geblockt. Einer weg, sehr schön. Den ballern wir auch einer rein. Perfekt. Nur einen Schaden bekommen. Immer Schadensminimierung hier machen. Oh, ein Kristall? Okay. Ist hier nix, nix. Teleportation. Ersten Teil geschafft, ja? War easy als gedacht. Nee, nur ausruhen. Das volles Leben machen hier. Perfekt. Safety speichern. Jetzt bitte. Wir gehen von links nach rechts. Ich finde es bitte die schwerste, aber egal. Da geht's auch irgendwo hin. Immer hier außen. Alles anschauen. Man weiß ja nie. Ah, siehst du, da oben ist irgendwas. Frage ist, wie ich da hochkomme. Okay. Schön X drücken, wenn ich so irgendwas um und nichts sieht. Machen die auch gerne die. Um uns zu verwirren. Aber ist nix. Aber hier kann man klettern. Sehr schön. Ah, das ist ja mega. Verwirrend aus hier. Da komme ich nicht rüber. Ne, ich bin da runter. Okay. Was sagt er hier? Dieses Artefakt zu bekommen, müsst ihr 3 Fragen korrekt beantworten. Mal sehen, wie gut ihr gelernt habt. Welche dieser beiden Aktionen regeneriert MP? Angreifen. Nice. Ah, jetzt bin ich so unterschwunden. Er hat doch 3 Fragen. Ah, wahrscheinlich an den anderen Tafeln. Ah, okay, verstanden. Was richtig ist, oder? Ich schätze mal schon. Hat immerhin rausgefahren. Oder fährt einfach raus, ob du richtig oder falsch sagst. Am Schluss kommt einfach mehr Monster, mehr Gegner. Oh nee! Ich muss echt aufpassen, wo ich im X drücke. Aber krieg mal hin. Krieg mal alles hin. Zack, zack, zack. Darüber und dann darunter. Besser. Give me the next question. Welche Schule habt ihr besucht? Ne, ist war schon. Das ist noch leichter für Antworten. Das war Zenit Akademie. Si, Senor. Das ist eine Kiste. Aber wenn ich da runter springe, ist wieder. Hey, ich muss wieder da hochklettern. Ist mir der Item wert? Pilz allerlei. Ist da irgendwie eine coole Rüstung oder irgendwas? Ist okay, ich verzeihe. Vielleicht ist es ein gutes Gericht, macht irgendwas Geiles. Wiederbeleben. Ne, wiederbeleben geht ja von selbst. Da kommen die Sternchen. Kein Kampf in dem Ding, nur antworten. Easy. Jetzt kommt wahrscheinlich die brutalste Frage von allen.
Eine wichtige Pflicht eines Kriegers der Sonnenwende besteht darin, Eremiten zu vernichten, die während welcher Naturphänomene verwundbar werden. Sonnenfinsternis? Was? Nee, weil die heißen die Krieger der Sonnenwende. Falsch! Es war doch die Sonnenfinsternis. Die korrekte Antwort war Sonnenfinsternis. Ah doch, siehst du, ich muss noch kämpfen. Tut mir leid. Ich war immer schlecht in der Schule. Oh, jetzt greifen alle drei an. Ehrlich. Ah, nicht geblockt. Warte, mit den anderen. Den konnte ich blocken. Den konnte ich auch blocken. Sehr schön. Komm, wir müssen einen zerfetzen wenigstens. Einen zerfetzen. Egal. Zwar habe ich nicht alle drei beantwortet, aber jetzt kriege ich Erfahrungspunkte wenigstens. Dann ist die so schlimm. Ja, zu viel Scheiße. Egal. Die Sieg war. Nice. Kurzen Prozess gemacht. Aber jetzt müssen wir wieder hochlaufen, oder? Um den anzufassen. Oh. Immer das Schöne, das Schlimme laufen, so muss sein. Aber wenn es drei Stück immer kamen. Ich glaube nicht, dass ich das am Stück ohne Heilen geschafft hätte. Weil die sind schon heftig, ohne Magie einzusetzen. Ich bin, glaube ich, nur eine falsch gesagt. Ihr heißt doch Krieger Sonnenwende, wieso habt ihr mich so verraten? Aber es war Sonnenfinsternis. Ich war so. Ich hab's mir schon gedacht, dass eins von beiden ist. Hä? Passiert, wenn man nicht aufpasst, ne? Schön ausruhen. Das Wichtigste. Jetzt nochmal Spiel speichern. Wunderschön. So, weiter geht's. Gut gespeichert. Die letzte. Jetzt war die easy. Ich kann schon nicht von Prüfung sprechen hier. Das war ja Kindergarten. Weil ich Schneide falsch gemacht habe. Schaffen wir trotzdem. Wir sind Maschinen. Aber ist das so? Glänzende Perle. Wuhu. Ich wollte lieber eine Ausrüstung. Aber okay. Nemo. Keine unsichtbaren Brücken oder irgendwas. Ich bin ja so gewöhnt bei GRPGs. Da kann ich nur runterspringen, oder? Ja. So. Drei ist immer gefährlich. Geblockt. Ne, einen von denen. Wenigstens einen Angriff blocken. Den soll ich stören. Mein Buddy. Ja, zu lange. Also zu früh, besser gesagt. Baller, ich meine. Nice. Ja, egal, wenn ich schlag, ich hätte noch einmal angegriffen. Wollte wir jetzt eins haben, wir müssen aufladen. Ja. Zack, zack.
egal wie du lebst. 15. Warte, ich kann mich immer noch einmal heilen. So. Easy. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich kann nicht zurück. Ist das aus dem zweiten Weg gewesen? Geht's auch nicht. Ah, hier, okay. Ah, dann bin ich einfach nur im Kreis gelaufen, okay. Weil ich dachte gerade, da war doch noch ein Weg nach unten. Ich bin einfach da oben. Ach, man kann da gar nicht rüber. Sondern so vorne aus. Okay. Aktivieren wir das. Was passiert jetzt? Ah. Ah, easy. Da waren die Fragen echt die schwersten. Musste man denken. Easy. Das ist ein Endboss, oder? Blutschauge. Macht mich nervös. Macht mich sehr nervös. Schauen wir Glutschi an. Zayl, das ist unsere letzte Vorbereitungschance. Bereit? Moment noch. Ne, wir gehen direkt rein. Jo. Ich hab gespeichert. Das reicht schon. Ältester des Nebels. Hohohoho. Die jungen Abenteurer haben die Vorbereitung abgeschlossen. Hä? Ich sehe, ich verstehe die Macht des Lebensmanas. Aber könnt ihr sie meistern? Mal sehen. Nun dürft ihr wieder Zauber nutzen. Was ist das, sein Körper jetzt was? Der ist vom netten Wolkenweihnachtsmann zum Supervernichter geworden. Ey. Älteste des Nebels. Seht ihr, Kinder der Sonnenwende. Mondrang. Oder Sichelpunkt. Wir machen Mondrang. Mondrang. Versuchen wir es. So. War schon mal dran. Schwert des Ältesten des Lebens. Muss ich erst das kaputt machen. Den ballern wir weg, du. Ja, 55, ich hab mehr gedacht. Uff, das war nicht schön. Ernähren unseren Buddy hier. Wir haben Life Points. Scheiße gebaut. Jetzt bräuchte ich meine Sichelattacke. Ah, das Stadt ist schon kaputt. Gut, gut, gut. Ja, scheiße. Nur 18.
Heilen da. Nein, du holst den Schwertzeug wahrscheinlich. Oder auch nicht. Doch, du holst den Schwertzeug. Jetzt brauche ich den Mundring auch nicht mehr. Ich mache einen normalen Angriff. Zweimal normales Schlag, einmal Sichelattacke. Skill. Sichelbogen macht beides. Machen wir das. Und au, aus dem Schwertkopf zurück. Shit. Jetzt, ich muss einmal angreifen, dass es abbricht. Beiden. Ernähren. Komm. Mach dich full. Nur 48. Ich dachte, das ist gut. Ey. War gut, einer zu. One is back. Ey, bleib mir Angriff. Ne, der macht ja nicht so, gell? Oh ne, du musst das Schwert angreifen. Ich blöd mal. Klar, du musst das Schwert angreifen. Wo ist mein Braten? Oh, Life Points. Oh nee, ne. Aber die ist wieder. Gut, gut, gut. 38, ne? Oh, das kann ich leben. Weg. Sichel? Oh ne, ich hab Sichel. Oh ne. Sieht schlecht aus. Macht der Heilung Nebel wieder für sein Schwert wahrscheinlich oder irgendwas. Egal. Nimm sie. Nimm sie. Vielleicht gibt es auch. Ja, perfekt. Aber es ist nur einmal gemacht. Oh. Schade. Ich habe den zweiten Treffer nicht geschafft. Ja, jetzt kommt das Schwert wieder zurück. Ah. Ne, 36 Leben. Machen wir gleich wieder weg. Geblockt. Easy. Das Schwert ist endlich nicht mehr, es fühlt sich wieder besser. Der wäre immer down, deswegen habe ich gar nicht drauf aufgepasst, dass er wiederkommt. Den ballern wir uns jenseits zu. Aber sowas von. Bye bye. Geblockt, ey, easy. Unser Boy kann auch wieder ernähren, sehr schön. Am wenigsten. Hau rein. So. Mauer full. Sehr schön. Aufgeflogen. Heiles Licht. So, halt alle. Sehr schön. Schau ich wie. Nice.
Ja, okay. Jetzt weiß ich, wie ich den Locker besiegen kann. Immer Schwert dauernd halten und einmal angreifen. Treffen. Nein, nein, der Blitz hat nicht gezählt. Als sichere Attacke, scheiße. Aber, unser Kombo. Ach nee, zählt auch nicht beides. Egal. Geben wir ihm eine schöne Kombo. Macht dein blödes heilendes Licht. Kaputt. Easy. Nee, sparen wir noch. Beide, so schön. Wunderschön. Dreimal Stapel machen. Immer schön full life haben. Beste. Vielleicht nochmal so einen Schlag. Easy. Geht doch. Wenn man einmal die Tricks raus hat, geht es eigentlich. Jetzt kommt er. Hohoho. Doch nicht. Älteste des Nebels. Wie beeindruckend. Ho. Euch erwartet eine prächtige Zukunft. Valere und Zale. Ihr seid nun Krieger der Sonnenwende. Ich wusste es, ihr seid spitze. Ha, na bitte. Geschafft. Während eurer Prüfung habe ich den Nebel der Zeit befragt. Trefft mich am heiligen Teich, wenn ihr diesen Ort verlassen wollt. Dort werde ich euch von euren jeweiligen Prophezeiungen erzählen. Dann werde ich euch in die Welt hinausschicken. Ho, lasst euch nicht zu viel Zeit. Also jetzt könnte ich wieder zurück, wenn ich Items vergessen habe. Ich glaube, wir hatten alles. Wir hatten alles. Wahrscheinlich kann ich wieder gegen diese Laternen-Dinger kämpfen. Sehr schön. Die Prüfung war doch ein Klacks. Ich habe gedacht, da tut dem Gale vielleicht noch eine coole, wie sagt man, Titel geben. Guten Morgen, die Zeit ist gekommen. Eure Reise beginnt. Morgen? Aber es ist mitten in der Nacht. Ach ja, ich schätze, darum sollte ich sich deine Freunde kümmern. Kümmern? Worum? Bringt uns die Dämmerung. Das können wir? Ho, dazu müsst ihr lediglich auf einer Himmelsrune stehen. Und dann was? Etwas in eurem Inneren weiß es bereits. Gleich dort drüben. Konzentriert euch und bringt uns die Dämmerung. Benutze R2 und L2, um die Tageszeit zu ändern, während du auf Himmelsruhen stehst. Zeit vorspulen, Zeit zurückspulen. Hast du das gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Dieser Teil ist immer leichter, wenn man ihn einfach ausprobiert. Nun, unterwegs werdet ihr mitunter Mechanismen und Siegel finden, die von magischen Runen angetrieben werden, die wiederum auf die Tageszeit reagieren. Sie wurden von den Kriegern der Sonnenwende vor euch hinterlassen.
Manche enthalten Artefakte, die zukünftigen Ordensmitgliedern wie euch helfen sollen, während andere dazu dienen, mächtige Unheil in Zaum zu halten. Ob ihr diese Artefakte und Herausforderungen sucht oder annehmt, obliegt allein eurer Entscheidung. Nun kann eure Reise beginnen. Kommt zu mir auf die andere Seite der Schlucht. Wie kommen wir da hinüber? Natürlich, indem ihr eure Kräfte benutzt. Ich erwarte euch auf der anderen Seite. Als Abschiedsgeschenk werde ich euch sagen, was ich im Nebel der Zeit gelesen habe. Nutze die Kristalle, um die kleinere Rune weiter oben aufzuladen und finde heraus, was passiert. Okay. Nice. Easy. Oh, ist der wieder weg? Achso, weil Tageszeit weitergeht. Heißt, ich kann da nicht ewig drauf stehen bleiben, hm? Lager aufschlagen. Also können wir kurz sehen. Unser Buddy da hinten. Zeit, unsere neuen Mächte einzusetzen, um zur großen Statue am Gebirgspfad zu gelangen. Dieses Lebensmanner-Ding ist der Wahnsinn. Ich will ständig verstärken. Ja, Buddy, ich weiß. Ich bin ein notorischer Speicherer. Fühlt sich aber richtig an. Am Lagerfeuer ist es gemütlich und warm. Ausruhen. Ich habe zwar ein Sandwich benutzt. Habe ich eins? Doch, ich glaube, ich habe es benutzt. Da geht's nirgends hin, da geht's nirgends hin. Anlegestelle auf Evermist Island. Gebirgsfahrt. Also, da unten ist nix. Hab's irgendwie gedacht, dann müssen wir zur Anlegestelle. Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Irgendeine Hand? Okay. Hier ist auch nix, hier ist auch nix. Irgendein Golem. Ho, seid ihr bereit, in die Welt hinausgeschickt zu werden? Ja. Dann wollen wir euch mal verabschieden. Aber zuerst wären da noch eure Prophezeiungen. Ich werde sie euch direkt in den Verstand flüstern, da sie euch allein gehören. Zael, tritt vor. Um dein vollständiges Potenzial zu entfesseln, musst du erst die Nacht in deinem Inneren konfrontieren. Danke, Ältester des Nebels. Valere, komm näher. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du Wege auf dem Wasser erschaffen. Oha. Wahrscheinlich muss ich alles vereisen. Valere? Verstanden. Nichts verstanden. Gaul? Ich bekomme auch einen. Super. Du darfst während dieser Reise nicht deine Grenzen vergessen. Alles klar, Ältester des Nebels. Gaul, das ist kein Gespräch. Oh, tut mir leid. Fahr fort. Die Nebel sind in deinem Fall nicht eindeutig. Doch dein Herz könnte warm genug sein, eine lange, gequälte Seele zu retten. Okay, ich werde mein Bestes geben. Ihr habt nun alles gelernt, was ich euch beibringen könnte. Ich schicke euch zur Schläferinsel, wo euer Schicksal euch zu einer abenteuerlustigen Mannschaft führen wird. Freundet euch mit ihnen an. Dann werden sie euch helfen, rechtzeitig zur nächsten Sonnenfinsternis die Gespensterinsel zu erreichen. Gib dem Riesen den Namen Xtrol, damit er aktiviert wird und euch zur Schläferinsel schickt. Um hier zurückzukehren, geht einfach zu Xtrol und sprecht den folgenden Namen aus. Xtrol, cool! Nun, ich schätze, wir werden uns eine Weile nicht sehen. Ho.
Wie, jetzt kann ich nicht zurück? Großes Archiv. Ah, jetzt ist wieder der Erzähler. Unser Buddy. Der Archivar war es, genau. Und so kam es, dass Valere und Zale mit ihrem Freund, dem Kriegerkoch, im Schlepptau ihre Reise antraten. Beim Vorhaben, rechtzeitig zur Sonnenfinsternis zur Wächterinsel zu gelangen, wurden sie es schon bald mit zwei mächtigen Zauberern zu tun bekommen. Einer von Zorn geplagt, der andere des Lebens beraubt. Also ein Untoter? Hört sich cool an. Wie es aussieht. Ist ja cool. Verschiedene Xolt? Oder heißt der anders? Unglaublich. Das war irre. Der älteste Nebels hat nicht zu viel versprochen. Was für eine Reise. Wer hätte gedacht, dass die Welt so groß ist? Also, was jetzt? Ich schätze, wir sollten ein Boot suchen. Bergab also. Von hier aus gibt es sowieso nur einen Weg. Und kein Wunder, dass irgend so ein Golem die gerade über Inseln geworfen hat. Xtol ist inaktiv. Schade, dass wir keinen Namen haben, den wir ihm geben können. Ja, da war unser Kriegergott zu schnell, ne? Hauptsache weg von hier. Oh, die Kammer. Schönes Getreide. Aber hinten ist eine Kiste. Okay, da komme ich von hier rüber. Sehr gut. Oh, das ist eine Höhle. 90 Gold gefunden. Muss ich wieder hoch? Zack. Zack. Noch eine Kiste, sehr schön. Sonnenwende Magierring gefunden. Zeigt im Kampf die LP vom Gegner an, außer Bossen an. Gruppenmitglieder erhalten ein MP zurück, wenn sie einen Block timen. Oh, das ist geil. Aber der Abacus ist auch geil. Ich gebe ihm Zale. Sehr schön. Die Life Points sind mega gut. Die will ich immer sehen. Kann ich besser planen. Zack. Easy. Da geht's nirgendwo hin. Da muss man mit dem Seil rüber. Da sind ein paar Gegner. Noch was zu futtern. Ja, dann muss ich da runter. Zack. Komm her, ich mach die Putt. 2 und 3. Mundarain. Zu langsam. Komm, Doppelschlag. Yes. Ach, den schaffe ich auch gestärkt vielleicht. Vielleicht schaffe ich dann einen Schlag. Yes. Kein Schaden genommen. Easy. Die haben keine Chance gegen uns. Und Knochen. Und schönes Kraut. Nehmen ja alles. Ich sag niemals nein. So free stuff. Da. Du
warten. Nice. Da ist die Kiste. Eine Regenbogenschnecke gefunden. Was bringt denn die? Keksdose. Könnte einen Sammler interessieren. Okay. Hört sich geheimnisvoll an. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Oh, von beiden Seiten. Sehr schön. Ja, hier war ich dann überall. Oder? Hier war nichts mehr. Ja. Gut. Und da oben war auch nichts mehr. Da ging es nur hoch, rüber. Zack, zack, zack. Ja. Hab alles. Weiter geht's. Ah, Essen. Was ist denn das? Kartoffeln? Ja, Kartoffeln. Gute alte Kartoffel. Was ist denn das? Ein Fragezeichen, Mensch. Gibt's in Games von Genüge. Teleport. Gefällt mir. Liegestützen. Trainieren. Hier oben gibt es keine Boote. Ich schätze, wir müssen nach Osten gehen. Ich will wieder in diese Kugel reisen. Buddy, mach mal. Kein Ding. Krieg mal alles hin. Am Lagerfeuer ist es gemütlich und warm. Weiß ich. Pilz allerlei, was macht es? UMP und Leben. Ich habe auch keine Pilze und kein Ei. Kein Fleisch. Was ist das eigentlich? Süß und einfach. Achso, die lassen Süßigkeiten liegen, die ganzen Viecher. Oder Beere oder irgendwas. 5 MP. Ne, ich mache auch einen Tomaten. Ne, nur 20 MP. 50. Achso, ich habe kein Fleisch mehr, stimmt. Ja, dann machen wir noch einen 50er. Fisch kriege ich eh gleich wieder. Hier unten eine Angelstelle gesehen. Auf der Karte. Wunderschön. Und der Leben soll immer voll sein. Auf alle Sachen gewappnet sein. So wie da fast verstorben. Zum Glück hatten wir noch ein KP. Unser Game. Hä? Ohne Geld hätten wir die Prüfung nicht geschafft. Nee, ihr denkt, wir sollen nicht mitnehmen. Moorlande, hört sich geil an. Ja, dann rammt uns eh nichts. Irgend so ein Geheimhüllchen oder irgendwas. Fragezeichen. Und es ist gespeichert. Hier ist wieder mal ein Speicherplatz. Machen wir hier drüber. Zack. Neue Horizonte. Mit noch mehr Essen. Was ist denn das für ein Viech? Eine Ameise. Zerreiß mal kurz. Doppelschwert. Machen wir doch Doppelschwert. Nice. Oh, die haben Resistenz verankert und den viel Leben. Verstärken. 14, sehr nice. Und zocken wir ab. 20. Das ist krass. Erstmal die Waffe so lang geht. Dann nehmen wir beides. Probier erstmal ein, um nicht zu reichen. Ja. Genau. Mach schon erstmal einen Ehren, weil wir volles Leben haben.
Mais. Ballern wir ihn kurz weg. Magic. Easy. Magic hat ihn zerrissen, Alter. Uff, ja, ja. Nice. Habe ich nur noch Pilze. Keine Durchgänge. Die stützt wahrscheinlich ein, oder? Die Oberfläche wirkt instabil. Sie wird vermutlich brechen, wenn wir aus großer Höhe springen. Verstanden. Ich weiß, was du mich willst. Du willst mich da runterschmeißen. Ich sehe es doch vor mir. Aber. Erstmal schauen, was es gibt. Flammenwächter. Wahrscheinlich stark ihr seid. Auch dazu. Aber normaler Schlag. Den Schlag jetzt nicht mehr. Unbedingt. Kaputt. Nice. Hier 15. Doppelsonne, einmal Mond. Hier hat man Skill. Tue ich beide, genau. Lock mal den Angriff. Easy. Bye bye. So hoch kann ich nicht, wo das Essen ist. Das gute Essen. Und hier kann ich hoch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich gehe gerade immer weiter. Und das da hinten war. Die Runen wurden im Laufe der Zeit unleserlich. Schade. Ich gehe erstmal zurück. Kann ich da irgendwo runter? Nee. Ist außenrum. X, sagt zum Pilz. Hätte nicht irgendwo hoch? Doch da. Ich dachte schon. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Was will ich hier so? Tomaten. Nice. Nice. Und das war's. Schauen wir doch. Haha, Pilze. Sehr schön. Kann ich meinen Pilz allerlei machen? Ja, so ist nichts mehr hier. Von den Wänden so nichts. Nee, 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 nee. Ich kann nur hoch. Nur zurück. Aber. Hätte ich was verpasst? Jutenpilze. Ja, Dress haben wir alles. Da geht's zurück. Da war nix. Da oben waren die Juten. Tomaten. Genau. Da waren nur die Tomaten. Yep. Dann gehen wir weiter. Gut, ich zurückgegangen bin, ey. Ich hab irgendwie schon geahnt, dass es hier weitergeht. Easy. Oh, noch mehr Gegner, okay. Die Ameisen. Und, oh, du bist auch dabei. Schildbogen. Treffen alle.
Sehr schön. Ja, mach mal die Flamme, ich möchte zuerst. Der müsste funktionieren. Muss doch ernähren. Ich wollte den Flammenwächter uns gut machen, aber nein. Erst mal eine Heilung. Ja, wie jetzt langsam? Ich zocke so viel ab, ey. Wie lange hab ich geblockt? Der Flammenwächter stimmt, ey. Nur einer, shit. Ja. Muss ich versuchen. Oh, nur 13. Scheiße. Ich baller die weg. Alle auf einmal. Auf einmal. Sein Feuer ist geil. Brutzelt alle weg. Der gute alte Feuerball. Da mal ist, von da sind wir gekommen. Was ist da unten? Was ist denn der Kristall da? Sieht schön aus. Ach, Schlüssel-Item. Okay, gut. Gut zu wissen. Uff. Das ist scheiße. Unser Herr Kumpel Zerstörer. Felsenziege. Ich hab keine MP mehr. Nee, das bringt nichts. Scheiße. Nee. Trotzdem 24 Minuten. Okay, das ist am besten nur 11. Ja, jetzt muss ich Item machen. Kräuter für den. Gut so. Ey, wieso brauchst du wieder? Ist krank. So treffe ich alle. Nice. Glied immer noch deine. Oh Mann. Alter. Machen wir den erstmal sicher weg. Ich glaube, einer reicht, oder? 15 Leben bei ihm. Oh nee, wegen einem, echt jetzt. Oh. Dann blocken wir die Zeit angefangen, gut. Nee, das zwei Schlag sind ja gar nicht das Ding. Ey. Die Ameisen kann ich gar nicht predicten, ey. Aber mit denen ist es weg. Sei lange voll eklig. Nochmal. Katastrophe, war der Kampf. Anstrengend. Oh, Level Up. Schön. Valerie, was machen wir bei dir? Magie plus 2. Magieverteidigung plus 2. Leben plus 8. Physischer Angriff plus 2.
Bleiben wir bei physischer Angriff bei ihm. Magieangriff, physische Verteidigung, Mana-Punkt. Mana-Punkt ist immer geil. Den müssen wir immer nehmen, wenn der da ist. Das war mein Buddy hier. 3 Verteidigung, 2 Angriff, Mana, physischer Angriff. Ne, wir bleiben auch beim Mana-Punkt. Wenn der 14 hat, kann ich gleich 2 Mal Ernährung hintereinander machen. Mega viel. Mana-Punkte gewinnen immer. Habe ich wahrscheinlich am Anfang schon verkackt. Einmal. Die steigen schneller, aber die steigen gar nicht. Deswegen Bonus lieber immer um Mana-Punkt machen. Weil die steigen so langsam. Am Anfang habe ich gesagt, ich kann das nehmen, was ich Bock habe, aber muss man echt aufpassen. Da oben war irgendwo eine Kiste. Die schöne Kiste, die holen wir uns. Kraftgürtel. Plus die Angriffe, das ist sehr schön. Und die Valeria mit einem Attacke-Biest hat schon 30, 22, 25. Nice. Wir machen einen Biest von einer Frau. Eine Valkyrie, eine Amazone. Ah, da muss ich da runterspringen. Von da oben. Komm ich da hoch? Geht's ja gut. Questchen. Ah, ich muss in die Höhle rein. Hier. Da ist ein Ausgang. Auf in die Höhle. Ich will so eine Ameise. Von mir. Oh nee, oh, ich hab vergessen zu heilen. Ich hab vergessen zu heilen. Nicht genug Shit. Oh, jetzt ist knapp. Gutes Kräuter belegen und ernähren. Ja, aber ich brauche mehr MP. Das ist immer Vorrang. Erstmal geblockt für die Ameise. Also können die alle Seele an. Eine down, sehr schön. Die Nummer auch weg. Sehr schön. Ah ne, der ist noch da. Ich schaff die eh nicht in einem Schlag. Mach mal den Fischer weg. Ja nicht, ey. Ist so schwer irgendwie Ameisen zu treffen. Dreifache Stammlung. Nice. Leider nix. Das ist was. Kohle oder irgendwas. Sehr schön. Hoch, 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 hoch. Und hier. Kartoffeln, immer gut. Easy. Totenkopf. Da ist auch nichts. Runter geht's nicht, runter geht's nicht. Hier geht's nur zurück. Oder? Kein Item, ne. Da ist auch nichts. Nope. Das kann ich nicht nehmen. Das ganze Grünzeug.
noch nichts. Die müssen Oberarme haben wie noch was. Von der Gale, Alter. Wie sie so locker flockig hoch drückt. Kämpfen jetzt gegen andere, gegen uns. Voll haben wir den weg von die Ameisen. Nice. Nochmal Moon Ring. Einmal ernähren. Zweimal heilendes Licht. Weiß nicht, im Kampf wie. Ernähren geht. Ah ne, ich habe nur einen MP. Okay, okay. Mein Fehler. Benutzt die einfachen Salate mal. Wenigstens für ein bisschen Leben, so. Keine Ahnung, was hier noch kommen wird. Was ist das? Kann nichts machen, okay. Kann auch nichts machen. Jahreszeit kann ich auch nicht. Jahreszeit, Tageszeit kann ich auch nicht ändern. Okay. Dann bleibt nur noch das Wasser. Ich komme so hoch. Nice. Das ist einfach nur eine Abkürzung, wir müssen nur reinspringen. Und ich kann jetzt nicht zurück, wahrscheinlich. Viermal Bernstein gefunden. Bernsteinerz. Nee, ich kann es nicht bewegen. Schade. Heißt, ich kann nicht zurück, oder wie? Nope. Später, wenn ich irgendwie zurück will. Irgendein neues Artefakt, Item oder irgendwas. Ein schönes Lagerfeuer. Umsonst nicht geheilt. Mein ganzes Essen verschwendet. Oh, ich habe jetzt zwei Braten zum Tisch machen. Sehr schön. Heute von Legit nur eins. Und kein Fisch mehr. Fischsuppe. Auf MP. Pilz allerlei kann ich jetzt machen. Sehr schön. Nice. Neue Horizonte. Überschreiben. Yep.
zu. Gespeichert. Damals. Leute, das war Part 3 von Sea of Stars. Danke fürs Zuschauen, kommentiert, subscribed. Hier war Robi von R&R Production. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Ciao!